Moin und herzlich willkommen zu MREB Folge 26, mein RAW, eure Bearbeitung. Es ist wieder soweit und du weißt es auch, es hat jetzt lange gedauert mit dieser Folge. Ich habe es vor einigen Folgen schon mal gesagt, es sind relativ aufwendig zu produzierende Folgen und ich habe vor, das Format weiter zu betreiben, weiter mit euch hier in der Community zusammen an Bildern zu arbeiten. Es wird es einfach nicht mehr so häufig geben wie zu Beginn, da gab es das ja quasi, ich sag mal, alle 8 Wochen. Die Zeiten sind sicher vorbei, aber ich sag mal so, Dreimal im Jahr kann ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt, MAB geht weiter und es ging ja in der letzten Folge um dieses Bild hier. Und was ihr daraus gemacht habt, das schauen wir uns gemeinsam nach dem Intro an. Habt dieses Foto wieder reichlich und reichhaltig bearbeitet auf verschiedenste Art und Weise und habt die Bilder zurückgesandt an mreb@ff-fotoschule.de. Ich habe mir die einzelnen Bilder wieder alle angesehen, habe sie besprochen und das sehen wir uns jetzt als erstes an, bevor wir dann schauen auf die 2 Screen Captures, die eingesandt worden sind. Also da, wo jemand aus der Community seinen Bildschirm mitgeschnitten hat, um zu zeigen, wie er das Foto in seinem Programm bearbeitet hat. Das kommt im Anschluss, wie immer, jetzt erstmal die einzelnen eingesandten Bilder und Bearbeitung. Wir starten heute mit einer bearbeiteten Version von Peter Kaulbach. Peter, mein Lieber, was soll ich dazu sagen? Du hast natürlich mächtig an den Farben gedreht. Man kann da schön auch sehen, was möglich gewesen ist aus diesem RAW. Gleichzeitig muss man ja ganz klar sagen, du hast natürlich stark abgedunkelt. Und diese starke Abdunklung sorgt jetzt natürlich auch für den Hautton von Sandra, wie er eben ist. Das sorgt für die Farbsäume, die es da gibt und für die Helligkeitssäume, die entstehen. Das ist immer, wenn man die Regler doch ein bisschen arg weit dreht, dann passiert das. Ich glaube, da hättest du sehr gut mit dem tiefen Regler nochmal ein bisschen gegensteuern können. Ja, weil das Bild wirkt halt jetzt wie in der absoluten Dämmerung fotografiert. Und das ist auch irgendwie okay. Aber ich sehe natürlich den Vergleich zum Ausgangsbild und sehe da sehr deutlich, gerade so an dem Übergang des Bodies zu den Beinen und so, wo diese Helligkeitssäume sind und gleichzeitig sehe ich, dass ihr Gesicht angeleuchtet scheint, was ja gar nicht angeleuchtet ist, weil so soll da unten vom Boden das Licht hier kommen. Das ist eben dem geschuldet, dass da sehr viel an den Farben und an den Kontrasten gedreht wurde. Klaus Bohrmann hat eine Schwarz-Weiß-Variante daraus gemacht und das relativ neutral. Also ich will auch nicht sagen, Klaus, du hast ausschließlich jetzt in Schwarz-Weiß umgewandelt, da tut man dir vielleicht Unrecht, aber viel mehr eben tatsächlich nicht, außer einem ordentlichen Beschnitt, und zwar auf ein Quadrat, ist das Bild doch recht nah am Original und in Schwarz-Weiß umgewandelt. Andreas Schuster hat das Bild zu einem Hochformat geschnitten und hat einen sehr starken Ausschnitt dabei gebildet und dann doch ganz schön heftig bearbeitet. Also das ist schon erstaunlich, wie du das Blau im Himmel zurückgeholt hast. Also ich will nicht sagen, dass ich das nicht hinbekommen würde, aber das ist schon wirklich ganz erstaunlich. Gut, du hast natürlich auch an dem Weißabgleichsregler gedreht und Richtung warme Farben gedreht. Und das sieht man natürlich auch hier dem Hautton an, dass der schon so ein bisschen arg gelblich wirkt oder orange. Aber es ist richtig gut, wie die Farben zurückgeholt worden sind. Finde ich eine wirklich bisschen bunte, aber doch ganz gute Version. Von Jürgen Wegscheid haben wir diese Variante hier so auf analog gemacht und dabei auch den Hintergrund so ganz und gar verloren, also sogar noch den Kontrast aus dem Hintergrund total rausgenommen, vielleicht sogar noch ein bisschen Unschärfe drüber gelegt, vermute ich fast. Dazu irgend so einen Filter, der dazu geführt hat, dass du nicht nur diesen filmmäßigen Rand hast um das Bild herum, sondern auch noch diese Bildstörungen, Flecken, Fusseln und alles, was da so auf dem Foto passiert. Kann man so machen. Wirkt natürlich so ein bisschen im Kontrast zu dem, wie Sandra so angezogen ist und so weiter. Ich tippe, als man so fotografiert hat, war das eher nicht angesagt, in einem Body an den Hamburger Landungsbrücken Akrobatik zu betreiben, aber bearbeitungsmäßig gefällt es mir. Roland Reiske hat diese Version zurückgeschickt, und zwar
fand der Ronan das erstens quasi doppelt gespiegelt, also von rechts nach links und links nach rechts und von oben nach unten. Und gleichzeitig hat er auch noch Sandra ausgeschnitten und woanders hingestellt, nämlich auf den Poller, was vor Ort eine ganz geile Idee gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, wieso sind wir da nicht drauf gekommen, auf die Idee. Also das wäre vielleicht vom Abstand hier ein bisschen schwierig gewesen und vielleicht mit einer kleinen Reinfall, also in das Wasser Reinfallmöglichkeit, aber coole Idee. Man sieht natürlich die horizontale Duplizierung, also da, wo gerade im Himmel, doch recht deutlich, weil sich das Muster einfach so doll wiederholt. Da hättest du vielleicht ein bisschen noch gegen anarbeiten können. Ich nehme an, das ist hier Absicht, aber es wäre vielleicht noch schöner, wenn du ein bisschen dagegen angearbeitet hättest. In den Wolkenstrukturen und unten hast du die Spiegelung eingefügt über irgendwie auch einen Filter, der so ein bisschen aussehen soll wie eine Pfütze. Das ist auch ganz witzig. Ein bisschen merkwürdig ist der Übergang und besonders eben auch die diese Strukturen und Stempelstrukturen, die du unterhalb des Pollers, auf dem sie jetzt quasi steht, hast. Der Farblook, ja, der ist halt wie er ist. Eine ganz witzige Photoshop-Spielerei, würde ich mal sagen. Von Bodo Schulz kommt diese Rücksendung mit sehr viel Kontrast im Hintergrund, sehr viel Kontrast im Vordergrund. Also besonders, ich sag mal, in den Mikrokontrasten und auch im globalen Kontrast hat der Bodo doch recht viel Gas gegeben bei der Schwarz-Weiß-Umwandlung. Das sorgt auch dafür, dass Sandras Haut so ein bisschen schmutzig aussieht überall. Also da kommt halt sehr viel Struktur raus. Das ist für Frauenhaut oft nicht ganz so schön, sage ich mal. Denn diese Flecken, die bei ihrem Bein entstanden, bei ihren beiden Beinen entstanden sind, die und auch an den Armen, die sind natürlich nicht so richtig schmeichelhaft. Einfach mit einer Ebene und einer Maske gegen anarbeiten an den Hautstellen und dann wäre das so auch ganz gut, finde ich. Von Stefan Abele haben wir diese Rücksendung, die sogar noch ein bisschen heller ist als das Original. Also nicht nur ihr Hautton ist ein bisschen heller, sondern insbesondere der Hintergrund ist ein bisschen heller. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, ist doch total ausgefressen. Ja, habt ihr recht, aber die Frage ist halt immer, ist das wichtig für das Foto? Das muss sich halt jeder immer fragen, ja. Ist es relevant, dass überall Zeichnung ist? Das ist nice to have und für die Technik-Nerds unter uns und die, die sagen, ja, meine Kamera hat über 14 Blenden Umfang und so weiter, ist das alles schön und gut, ja. Aber die Frage ist das für ein Foto wichtig, also für das Bildergebnis wichtig? Da habe ich doch ein bisschen Zweifel. Mir ist es hier allerdings auch ein bisschen zu hell und zwar insbesondere deswegen, weil wir auch so Abrisse haben im Hintergrund an den Blumen- und Voss-Docks und auch die Kräne, die im Hintergrund dann nur noch so im Himmel so Flecken machen, dann hätte ich da schon noch ein bisschen sauber nachgearbeitet und das, was jetzt so wie Schmutz aussieht, entfernt. Von Christian Pfitzner haben wir diese Rücksendung. Der Christian hat auch ein Hochformat rausgeschnitten, hat das Bild sehr stark gecleant, hat auch sehr sicher den Himmel in irgendeiner Weise ausgetauscht. Der sieht tatsächlich ein bisschen unnatürlich aus. Auch ihre Haut wirkt ein ganz kleines bisschen weich und unnatürlich. Aber ich sag mal, zwischen dem Original und diesem hier, so in der Mitte, wäre vielleicht das Richtige gewesen. So ist es einfach, du hast halt sehr stark nachgeschärft auf der einen Seite an den Konturen. Das sieht man auch am Knie und auch Richtung Himmel, dass es da so Abrisse gibt, wo das einfach auch ausgetauscht wurde, wahrscheinlich der Hintergrund oben. Gleichzeitig wirkt ihre Haut natürlich so ein bisschen arg glatt gemacht. Auch da wäre ein bisschen weniger viel mehr gewesen. Hier haben wir eine Variante von Winfried Hennes und der Winfried hat ein Quadrat rausgeschnitten, einen Rahmen drumherum gemacht und hat es eher dezent bearbeitet, ja, auch so ein bisschen in Richtung hell eher noch, also global die Helligkeit ein bisschen erhöht und auch ein bisschen in Richtung warmtoniger, also in Orange-Richtung und nicht so sehr in eine Rot-Blautönung, wie es im Original gewesen ist, im Original-JPEG. Beschnitt finde ich ganz gut, dass der Polar Field stört mich überhaupt nicht und den Rahmen mag ich hier tatsächlich in dem Fall auch. Peer Schwarz hat, ich will nicht sagen, das Gegenteil gemacht, aber bei Peer ist auf alle Fälle das Bild, es ist auch ein bisschen beschnitten. Es ist auch irgendwie unten ein bisschen was ergänzt, wenn ich mich nicht total täusche. So ein bisschen was rangepflastert oder nicht oder doch, kann ich nicht ganz genau sagen, weil ich gerade das Original nicht hier habe. Aber was ich auf alle Fälle sehe, ist, dass das Bild erstens noch mehr als das Original so ein bisschen nach rechts wegkippt und gleichzeitig muss man auch sagen, dass dieser gräuliche Schimmer, dieser gräuliche Schleier, der da drauf ist, der jetzt das gesamte Bild überdeckt und damit auch ihre Haut, der ist mir zu grau und ein bisschen zu schmutzig.
Von Wolfgang Bitzker haben wir diese Weltuntergangsstimmung zurückgesandt bekommen. Da ist jetzt mal ganz offensichtlich der Himmel ausgetauscht. Und da sehen wir sehr schön im Hintergrund, dass das eben mit so einer Automatik, also einer AI, einfach schlecht funktioniert. Ne? Weil diese feinen Übergänge, die aufgrund der Offenblende und des Bokehs des 08er Vogtländers, mit dem ich das fotografiert habe, bei Offenblende, entstanden sind, die sind ja jetzt total im Eimer. Also hinten die Kräne sehen ja sowas von unnatürlich aus, weil wie kann es sein, dass die Kräne so unscharf sind, der Himmel aber so scharf? Ja, also ich meine, das geht ja gar nicht. So. Und auch um Sandras Bein herum sieht man diesen Himmelaustausch extrem. Und dazu finde ich auch, dass die Lichtstimmung hier auf ihr selber keine gute ist. Von Helmut Körner haben wir diese Variante zurückgeschickt bekommen. Der Helmut, der hat einmal erstmal den Body umgefärbt. Ja, das kann man machen. Und das ist ja auch kein Hexenwerk. Aber wir sehen auch die Schwierigkeit, die damit verbunden ist. Das ist nämlich die Schwierigkeit, dass der Body ja oben so weiße Spitze hat und da dass der blaue Grundstoff weitergeht. Und da an dem Übergang sehen wir natürlich viele Stellen, wo das nicht ganz so sauber funktioniert hat. Und auch die Ränder sind nicht ganz so wahnsinnig hübsch und schön, muss man sagen. Auch du hast die Haut schön weich bearbeitet, dann aber beim Nachschärfen ein bisschen übertrieben. Sehen wir auch hier wieder am Knie. Das sind natürlich auch ein bisschen CAs, muss man sagen, die dann noch mehr rauskommen bei dieser Art Bearbeitung, die ihr da gemacht habt. Du hast gleichzeitig aber auch sehr viel Struktur in den Himmel zurückgeholt. Und das ist hier ja, ich will nicht sagen der Originalhimmel, aber es ist die Struktur des Originalhimmels. Und das ist doch relativ erstaunlich, muss man sagen, dass das dahin zurückzuholen war. Trotzdem sieht Sandra jetzt hier so ein bisschen so aus wie ausgeschnitten, also auch an ihren Haaren und so wirkt das so ein bisschen unnatürlich. Kann ich nicht genau sagen, woran das liegt, aber das wirkt natürlich sehr plastisch, aber auch so ein bisschen wie mit der Schere ausgeschnitten und dann wieder eingefügt. Und wenn ich jetzt hier so hingucke, sehe ich auch, dass da Bearbeitungsspuren sind, direkt vor ihrer Stirn und so. Das hat halt was damit zu tun, dass du wahrscheinlich irgendwas maskiert hast, um die Haut zu bearbeiten und sie ein bisschen zu bearbeiten und den Himmel hinten separat freigestellt noch wieder einzufügen. Und all das sorgt für diese kleinen Fehler, die so ein bisschen aussehen wie vor der Tapete fotografiert. Andreas Eken hat diese Variante zurückgeschickt. Vielen Dank, Andreas, auch an dich. Sehr orangig, sehr sonnenuntergangsmäßig, ohne dass du total übertrieben hast in der Aufhellung und der Abdunklung. Also du hast nicht so einen kompletten HDR-Look daraus gemacht, sondern du hast es einfach so ein bisschen, naja, global bearbeitet mit einer Art Farblook. Allerdings ein Farblook, der mir nicht ganz so gut gefällt, weil ich finde das Gelb tatsächlich, das Orange zu orange in diesem Fall. Ansonsten original Bildschnitt. Ich glaube, das andere ist bei anderen Bildern schon gesagt. Marcel, der hat hier mal richtig Gas gegeben, auch mit diversen Filtern und Austauschzeug und Himmel ausgetauscht und alles, was so möglich ist. Auch hier sehen wir das Problem, was wir eben schon mal bei dem Bild von Wolfgang gesehen haben. Links am Bildrand ist der Himmel scharf, aber der Mittelgrund unscharf. Deswegen, das sieht total unnatürlich aus. Diese, ich sag mal, Explosion mit diesem Flecken und Spritzern und allem, was von hinten kommt, finde ich sonst ganz okay, Marcel. Ja, also kann man so machen. Ich glaube, ich habe ja von dir auch Bilder in der Bildbesprechung schon ein paar Mal gesehen. Du magst halt auch diese eher starke Übertreibung. Aber ich würde immer so ein bisschen darauf achten, dass es nicht unlogisch wird. Und dazu hätte ich einfach auf der linken Bildhälfte den Himmel weich gezeichnet, so dass der eben hinten im Hintergrund weich gezeichnet aussieht und nicht so gestochen scharf wie jetzt in diesem Fall hier. Ganz lieben Dank an euch, an das Vertrauen und an das Zurücksenden der bearbeiteten MREB-Fotos. Das freut mich immer sehr. Vielen lieben Dank dafür. Heute haben wir, wie gesagt, auch zwei Screen Captures. Wir starten mit dem von Florian Brandt. Der Florian, der hat auch das Foto bearbeitet und hat dabei seinen Bildschirm mitgeschnitten. Wenn du dich fragst, sag mal, Frank, kann ich das auch machen? Ja, das kannst du auch machen. Am Mac ist es super simpel. Da nimmst du den QuickTime-Player, gehst auf neue Bildschirmaufnahme und schneidest deinen Bildschirm mit. Am PC gibt es auch Lösungen dafür. Einfach mal googeln nach Bildschirmmitschnitt oder Screen Capture PC. Manche von euch bearbeiten ihre Fotos aber ja auch mobile mittlerweile. Auch das geht natürlich. Du kannst bei jedem Handy auch deinen Bildschirm mitfilmen. Mach das doch super gern und mach dann bei der nächsten Aufgabe mit. Jetzt erstmal das erste Screen Capture von der aktuellen Aufgabe von Florian Brandt. Herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. Ich werde euch einmal ganz schnell zeigen, wie ich Franks Foto bearbeite. Das wird eine schnelle Nummer werden. Zwar als allererstes drücke ich auf Schwarz-Weiß, danach auf die Automatik,
werde die Tiefen aber noch weiter anheben, die Lichter weiter absenken, ein bisschen den Weißwert und den Schwarzwert anpassen, damit das ein bisschen kontrastreicher wird, Dunst entfernen, Klarheit und Struktur ein wenig anpassen. Danach werde ich das Bild beschneiden. Ich mache daraus ein Quadrat. Und gerade machen muss ich das auch noch. Das sieht man ganz gut unten an den Pollern. Das ist alles so ein bisschen schief. So, den Kopf auf das untere Drittel. Das ist schon mal soweit ganz gut. So, dann als nächstes werde ich mir hier nochmal so einen Radialfilter aufziehen. Ich möchte dort die Tiefen noch ein bisschen anheben und die Lichter ein bisschen zurücknehmen. So. Danach einen neuen Radialfilter. Den benutze ich für eine Vignette. Ich werde mir dort einmal die Belichtung etwas herunterziehen an den Rändern, damit die junge Dame auch betont wird. So, die Lichtung zieht auch noch ein bisschen runter. So ungefähr. Okay. Schauen wir mal genauer hin. Jo. Da ist jetzt so ein bisschen Rauschen drin. Das würde ich aber als analogen Look dahinstellen. Ja, also ich würde das jetzt so lassen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Florian, vielen lieben Dank für deine Bearbeitung und auch tatsächlich die Tatsache, dass du der Einzige, glaube ich, gewesen bist, der es gespiegelt hat. Und ich muss ganz offen gestehen, das ist eine gute Idee gewesen. Ja, also das Bild horizontal zu spiegeln, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber das sieht wirklich richtig gut aus. Und ich kann gar nicht sagen, warum. Vielleicht so ein bisschen, weil die Beinhaltung und insgesamt so, dass so ein bisschen pfeilförmig ist und auch nach rechts zu deuten scheint, gefällt mir wirklich gut. Und die Schwarz-Weiß-Umwandlung ist dezent und trotzdem hast du im Hintergrund noch gut wieder was rausarbeiten können. Gut gemacht. Schöne Bearbeitung. Vielen lieben Dank fürs Einsenden des Screen Captures. Ganz lieben Dank, Florian. Hat mich sehr gefreut, das zu sehen und auch wieder zu hören, dass du eine Menge Spaß dabei hattest. Das ist wunderbar und freut mich sehr. So soll es sein. Und jetzt kommt der Haudegen unter den MAEB-Folgen, nämlich Werner Stolzmann. Ihr kennt ihn, ihr wisst es, dass er einsendet. Er hat immer die Bearbeitung eingesandt und so auch dieses Mal Werners Mitschnitt vom Monitor. Gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Hallo Frank, wir beginnen wie immer in der Bridge und schicken das Bild mal in den Rohkonverter. Dort werde ich als erstes mal hier mein Preset Transformation machen. Dann werde ich das Bild zuschneiden auf 1:1. Ein bisschen hier rüber noch, so ungefähr, dass sie so in diesem Bereich auf dem Kreuz liegt. Also nicht sie auf dem Kreuz, sondern der Kopf. So, das wäre jetzt erstmal die Vorarbeit. Dann gucke ich mir das mal an, wie das, warum das nicht so groß geht, weiß ich auch nicht, aber machen wir es eben mit dem Feldtest. Und das hier sieht nicht gut aus. Dann kann man höchstens versuchen, Optik mit der Pipette mal hier rangehen. Jetzt ist zwar diese rote Kante weg, aber auch wenn nicht so hundertprozentig, aber dafür haben wir jetzt eine graue Kante. Was natürlich auch nicht so im Sinne des Erfinders ist. Also muss ich mal sehen, ob ich hier das Ganze ein bisschen weiter rüberschiebe.
dass es vielleicht ein bisschen schwächer wird. Ja, es sieht aus, als ob das ein bisschen weniger wird. Also man darf es nicht übertreiben, sonst kommt wieder das Rote vor. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen. Nein, nicht wirklich. Ja, jetzt kommt er immer so ungefähr so ein bisschen Mittelmaß, aber naja. Das ist sehr schwierig, würde ich sagen. Mal erstmal wieder die Pipette ablegen. Man könnte natürlich in Photoshop hier eine Auswahl machen von der Dame, dann die Auswahl umkehren und ein bisschen vergrößern, damit man diese Kante praktisch hier wegstempeln kann. Das könnte man machen, aber das mache ich jetzt nicht, weil das alles dann viel zu lange dauert, dann wird das Video so lang. Ich kann nur versuchen, hier rüber so ein bisschen die so ein bisschen im Mittelding zu finden, aber das wird schwierig. Schwierig. Ich werde das mal so lassen. Man sieht es ja nur bei 100% und wir wollen es ja nicht im 100% sehen. Also, dann widmen wir uns mal der eigentlichen Bildbearbeitung. So, da werde ich dann mal die Lichter etwas runtersetzen, die Tiefen hoch, damit die Dame auch in den Schattenbereichen ganz gut zu sehen ist. So, dann könnte man etwas vielleicht die Klarheit anheben und den Dunst. Aber mehr würde ich nicht machen, dann bin ich ja schon wieder, wird ja schon wieder der Anzug, das Oberteil so dunkel. So sollte das ungefähr sein. Dann kann man mal schnell hier so die markantesten Flecken hier entfernen. Einmal, zweimal, dreimal und noch ein. Ja, das reicht, mehr würde ich da gar nicht machen. So, dann kann ich noch versuchen, den Himmel etwas markanter zu kriegen. Also werde ich hier einen Verlauf runterziehen. So ungefähr, vielleicht sogar noch ein Stück weiter runterschieben. Und dann gehen wir auf die Bereichsmaske Luminanz. Schalten uns mal die Luminanz ein und schieben mal die Schwarzbereich weiter nach rechts, so dass die Dame jetzt erstmal freigestellt wird. So, und das kann man so lassen, wird das wieder ausgeschaltet. Dann können wir nochmal bei den Lichtern runtergehen und den Dunst mal noch so leicht anheben. So würde ich sagen. Also mehr würde ich jetzt nicht machen. Dann wird das wieder eventuell hier Probleme geben und mehr würde ich an dem Bild nicht machen. Also man könnte vielleicht versuchen, hier die Dynamik noch etwas anzuheben. So. Aber das auch nicht zu viel, nicht dass dann die Hauttöne wieder zu stark eingefärbt werden. Das sieht dann auch nicht mehr so gut aus. Also ich würde sagen, das wäre hier mein Endergebnis. Also dann würde ich mich sehr freuen über die Bilder, die die anderen schicken und wünsche allen viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ja, mein lieber Werner, schönes Quadrat, schön die Farben hinten rausgeholt. Ja, also richtig gut gemacht, muss man sagen. Sehr schön, wie du die Farben zurückgeholt hast, ohne dass du es so total übertrieben hast und ohne dass so der ganz gesamte Look ganz kaputt gegangen ist von dem Bild. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man wieder sehr schön auch dran sehen, wie es eben ist, wenn man mit dem RAW arbeitet, was dann doch noch alles möglich ist. Danke für deine Bildschirmaufnahme. Wirklich schön.
Ganz lieben Dank auch an dich, Werner. Das ist wirklich wunderbar und ich bin immer wieder beeindruckt, wie du mit absoluter Ruhe und Gelassenheit an die Sache irgendwie rangehst und dann zu einem Ergebnis kommst und das Ganze hier einsendest. Daumen nach oben für Flo und für den Werner, die hier eingesandt haben. Das ist wirklich wunderbar und macht das Format ganz am Ende ja auch ohne jeden Zweifel aus. Ich habe euch natürlich auch wieder ein neues Bild rausgesucht, ein neues Bild, was wir heute besprechen, bearbeiten werden, also heute oder in den nächsten Wochen. Das seht ihr jetzt auch schon eingeblendet. Das heißt, das ist das Foto, was ihr über den Link unter dem Video runterladen könnt, als RAW, als ORF-File und als DNG. Und dann könnt ihr es in eurem Programm bearbeiten und dann schickt ihr es zurück an mreb@ff-fotoschule.de. Der Einsendeschluss diesmal ist der 31. Mai. Ihr seht das schon, das ist noch eine ganze Weile hin, das stimmt, aber wir haben sehr viele Frühjahrsreisen, wo ich einfach nicht da bin und dann diesen Aufwand fast gar nicht mehr handeln kann. Das heißt, wir haben 31. Mai Einsendeschluss und dann irgendwann im Juni, spätestens im Juli, kommt die neue Folge. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn ihr mitmacht, wenn ihr einsendet. Ich werde in diesem Fall auch mal ein paar Mal häufiger wieder bei Insta und bei Facebook darauf hinweisen, dass ihr es nicht vergesst. Und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Bearbeitung. Wenn ihr damit fertig seid, geht raus, fotografieren und dann immer schön dran denken. Wir sehen uns wieder.